Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Tim Boumaier und heute mit einem neuen Format und zwar Boumaiers Real Talk, wie ich das Ganze gerne nennen möchte. Ja, Podcast zu sagen wäre jetzt übertrieben, einfach mal so ein bisschen labern. Wie gesagt, über Themen, auf die ihr Bock habt, über Themen, auf die ich Bock habe. Einige Leute feiern sowas ja. Das wird jetzt wahrscheinlich die Klickbombe sein, das ist mir schon klar, aber ich habe einfach Bock drauf. Und ihr wisst, ich bin so, wenn ich auf was Bock habe, dann mache ich das einfach. Ja, heute soll es direkt mal ein bisschen um das Thema Sekt Plus gehen. Und zwar nicht jetzt, Leute, bestellt mit meinem Rabattcode und so. Klar, das auch gerne, ihr wisst, Boumaier 10. Aber mehr darum, ey, wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Team-Event und so weiter und so fort. Ja, ich fange einfach mal an. Seit 2013 nehme ich die Sachen und bin halt auch ein klassischer Fanboy gewesen. Ja, Farid Bang, werden einige kennen, der hat das damals in die Kamera gehalten und ich als 17-, 18-jähriger Pumper, der gerade voll darauf aus war, Muskeln aufzubauen und voll auf seinem Farid-Denktrip war, war dann so, boah, die Sachen muss ich auch nehmen, zack, bestellt. Und somit waren das dann auch tatsächlich meine ersten Supplemente, die ich bestellt habe. Es waren damals noch BCAAs in Kapseln, ZMA gab es relativ früh, ich glaube Kreatin und BCAAs im Wassermelonengeschmack damals. Ja, das war dann die erste Bestellung, was damals zu mir kam an Supplementen. Und somit ging das dann los. Ja, ich habe über die Jahre natürlich viele Supplemente getestet, viele andere Sachen auch genommen, ausprobiert. Aber am Ende des Tages war ich von den Produkten immer am meisten überzeugt und bin auch immer wieder da gelandet. Ja, das ging dann so weiter. Das wurde dann natürlich irgendwann verbunden mit den ersten Social Media Sachen. Das war dann auf Facebook, irgendwie mit eigener Seite. Dann ging irgendwann Instagram los. Dann auch früh schon irgendwie YouTube-Videos gemacht, wo man das mit eingebaut hat. Aber ohne sozusagen, ja, bestimmt werde ich gesponsert. Weil ich bin zwar ein Optimist, aber ich bin auch ein Realist. Und das war jetzt für mich mit den paar Leuten, die mir gefolgt sind, damals völliges utopisches Ding, dass man da gesponsert wird. Und damals war es halt auch nicht üblich, kleinere Influencer zu sponsern. Damals warst du entweder bekannt und wurdest gesponsert oder warst es nicht. So, und ich war ja bis dato sowieso super klein. Ja, hab dann aber halt Instagram gemacht, Gas gegeben, das immer wieder eingebaut. Aber wie gesagt, völlig ohne dieses, ja, sponsert mich und komm, ich möchte gesponsert werden. Sondern es war einfach so, ich habe da Bock drauf, das ist der Lifestyle, ich verkörperlich das und möchte es einfach auch weitergeben. Fertig, so einfach authentisch sein. Ja, bis dann irgendwann über Danny, ja, liebe Grüße an Danny, das so kam, dass ich die Möglichkeit hatte, da ja mal einen Rabattcode zu bekommen, um zu schauen, ey, funktioniert das überhaupt? Weil Danny damals einer oder der erste Mikro-Influencer war, weil er jetzt auch noch nicht 10.000 Follower hatte, der da ins Team gerutscht ist, sage ich mal, und dann ja auch für die bis heute arbeitet und einfach auch ein bisschen was zurückgeben wollte und schauen wollte, ey, mal jemand anders auch die Möglichkeit zu geben, mit nicht so vielen Followern vielleicht da was zu reißen. Und somit kam es dann, ja, dass ich durch das ein oder andere Gespräch die Möglichkeit hatte, da auch reinzukommen. Das war natürlich auch erstmal so eine Testphase, um zu schauen, ey, lohnt sich das überhaupt? Kauft überhaupt jemand mit deinem Rabattcode? Weil klar, geschäftsmäßig muss sich das für die ja auch lohnen, sonst bringt das ja nichts. Ja, tatsächlich habe ich ja aber, wisst ihr selber, eine sehr, sehr stramme Community, coole Supporter, coole Unterstützer, die damals mit einer Reichweite von 1500, 1700 Leuten mich schon so supportet haben, dass sie erstmal gesagt haben, machen wir erstmal weiter. Und das passt so. Und für mich war es natürlich gigantisch. Also bis heute bin ich dafür dankbar, aber für mich war es gigantisch, weil es für mich sonst immer unvorstellbar war, ne? Aber ich habe halt auch viel gemacht. Ich habe jeden Tag abgeliefert und Danny hat damals schon gesagt, ey Tim, entweder reißt du dir den Arsch auf, dann kann das was werden, oder du tust es halt nicht. Ne? Die zwei Optionen. Und da habe ich für mich den Weg beschlossen, nee, ich werde meinen Arsch aufreißen und noch mehr machen. Und am Ende des Tages hat es dann geklappt. Was da noch dranhängt, was natürlich jetzt am Ende des Tages noch viel cooler war, klar, Sekt Plus erstes, als das erste Paket kam, for free und was weiß ich, super cool, gar keine Frage, aber noch viel cooler sind die Sachen, die dadurch entstanden sind. Zum Beispiel eine Freundschaft zu Danny, der mittlerweile einer meiner top drei engsten Freunde ist überhaupt, wo sich herausgestellt hat, ey, das ist nicht einfach nur, sage ich mal, er nicht die Vorgesetzter, so, ne, aber der sich um die Athleten kümmert und Marketing und so weiter und, war dann auch relativ früh bei ihm, dass wir dann ein paar Reels für mich ab oder für uns abgedreht haben und er hat mich direkt mitgepusht und so weiter. Es kam dann einfach relativ schnell dann, dass wir einfach auch richtig enge Freunde geworden sind und der mir in jeglichen Lebensbereichen super geholfen hat. Und da muss ich echt wirklich sagen, muss ich hier einfach mal, ne, den Schleim rausholen und Schleim, dass Danny wirklich, wirklich eine glatte Eins ist vom Typ her. Ja. Also das, was der alles für mich gemacht hat, ja, wir machen immer schon so Spaß, so, wann kriege ich die Rolex so mäßig? Ich bin auf jeden Fall mindestens eine Rolex schuldig, was der schon an
Kopfschmerzen wegen mir hatte oder was heißt Kopfschmerzen, aber ne, der hat sich schon einiges mit mir angetan, sage ich mal. Und dafür bin ich ihm bis heute oder bin ich jede Minute unserer Freundschaft super dankbar, dass der mir in so vielen Lebensbereichen immer bedingungslos geholfen hat und mir immer seine Freundschaft bewiesen hat. Und dass sowas eigentlich noch viel, viel krasser ist als die Marke, diese Markensache, ne? Klar, ich bin Fan von Sekt Plus, ich feiere das, ich freue mich mega im Team zu sein, ich bin dankbar, ich stehe dahinter. Aber wenn dadurch dann auch noch eine Freundschaft entsteht, wo du sagst, ey, meine Top 3 Leute und er ist dann einer davon, da ist ja noch was viel, viel Größeres, sage ich mal. Ja, das war natürlich dann noch ein sehr, sehr schönes Kirschlein obendrauf, sage ich mal, dass dadurch sowas entstanden sind und auch mit anderen Leuten engerer Kontakt. Ja, bis dahin immer weiter Gas geben und jetzt hatten wir am letzten Wochenende endlich das Team-Event, wo ich eigentlich schon hätte im Oktober oder November bei sein sollten, aber aufgrund meines Burnout und diesen Depressionssachen war es damals für mich nicht möglich. Jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit und muss sagen, pff, was ein geiles Erlebnis. Ich konnte auch endlich Matthias selber persönlich kennenlernen und ein paar, ja, kurze, aber coole Gespräche mit ihm führen und kann da auch für die Leute, die sich das immer fragen, sagen, der ist eins zu eins so, wie er ist. Also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Das ist ein 2-Meter-Hühne, der eine krasse Aura hat, der aber super herzlich ist, der super gastfreundlich ist, aber der halt auch so ist, wie er ist. Ne? Also das kann ich so sagen von dem, was ich mitbekommen habe. Und wir konnten kurz ein paar Sätze wechseln miteinander. Super lieb, aber halt der steht für sich ein, der steht für seine Werte ein, super ehrlich und sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Und für mich natürlich, ohne das Kleinzureden, war ich ja auch damals voll der Fanboy oder bin ja auch immer noch Fan von der ganzen Sache und war es natürlich super cool, ihn auch mal persönlich kennengelernt zu haben und die Möglichkeit bekommen zu haben, mit ihm mal zu reden, wenn man das seit 2013 schon verfolgt, man sind immerhin 11 Jahre, das ist schon eine gewisse Zeit von Anfang an dabei und sonst immer hier und da ein bisschen geschrieben und Sachen gehört und so weiter und dann sich ein persönliches Bild zu machen, ist natürlich mega für mich. Ja, das war natürlich dann auch nochmal richtig nice und halt auch das ganze Team. Liebe Grüße an alle. Super nette Menschen, eine geile Atmosphäre. Es war super organisiert, super strukturiert. Wir haben zusammen trainiert, wir haben Content abgedreht, aber richtig, ja, flüssig und entspannt, ohne Druck. Die haben uns gesagt, hier so und so, das haben wir vor, das könnt ihr für euch nutzen und so, so läuft es hier ab. Das ist die Halle und hier ist das Gym und hier sind die Büroräume und so läuft das alles. Coole Einblicke hinter die Kulissen. Und für mich war es natürlich mega, weil ich seit 2013 die Sachen nehme und jetzt auch mal so einen Blick darauf hatte, wirklich so behind the scenes im Kern dabei zu sein und die Möglichkeit bekommen zu haben, sei es als Athlet, aber als auch Fan. Und das war einfach mega. Super geile Leute, auch die ganzen Athleten, super herzlich, super nett. Wir waren was essen, Matthias war auch dabei, auch noch Shishan war auch dabei. Dann haben wir alle super gequatscht, jeder hat jeden mitgenommen und jeder hat jeden in die Story geparkt und gar kein Konkurrenzdenken, jeder hat hier nur, wir haben super viel gelacht, Tischtennis gespielt, Basketball gespielt, Mitarbeiter kennengelernt, also komplett rundes Ding und halt irgendwie nochmal schön auch so hinter den Kulissen bestätigt zu bekommen, dass es halt wirklich so ist, wie es ist, dass es die geilste Marke ist und man da super hinterstehen kann und alle freundlich sind und da alles, sag ich mal, so harmonisch ist, klar, gibt es bestimmt auch hier und da mal was, aber es ist alles wirklich so cool, wie es auch scheint oder wie es für mich immer war. Genau. Das dazu, ich will auch gar nicht das Video so lang machen, das sollte einfach nur mal ein kleiner Talk sein, der Anfang. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über was soll ich reden? Welche Themen wollt ihr wissen? Ich habe natürlich auch eine Liste, aber wenn ihr noch Sachen habt, sagt mir das gerne. Lasst mich das gerne wissen. Story-Sachen, private Sachen. Die Sache mit Burnout wird auch noch kommen und diverse andere Sachen. Einfach mal so ein paar Laber-Videos machen. Von daher gerne abonnieren, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da, mit was ihr noch für Videos machen sollt. Könnt auch gerne hier gemeinsam diskutieren. Ansonsten schaut bei Instagram vorbei. Wenn ihr ins Coaching wollt, lasst mir eine Nachricht da bei Instagram oder an die E-Mail. Und ihr wisst, mit Boomer10 unterstützt ihr das Ganze. Und dann würde ich sagen, war es das auch erstmal schon mit dem knackigen Einleitungsvideo für dieses Format. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, liebe Leute. Euer Tim.